Ja, meine Damen und Herren, es steht ja oft so ein bisschen die Frage im Raum, wie läuft eigentlich eine Zertifizierung ab? Ja, Sie haben das bestimmt schon mal gehört, dieses Wort zertifizieren, kommt vom lateinischen certificare, sicherstellen. Ja, und hier geht es ja um Umweltmanagement, Qualitätsmanagement, Energiemanagementsysteme. Und da haben Sie schon mal gehört, wenn ich da also irgendwie von einem externen Dritten bescheinigt bekommen möchte, dass ich ein gutes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zum Beispiel eingeführt habe, dann erwarte ich auch, dass mir das irgendwie bescheinigt wird. Und diese Bescheinigung nennt man Zertifikat. Ja. Und dieses Zertifikat, das sieht erstmal schön aus, das hänge ich mir auch irgendwo hin dann auch. Und das sehen natürlich auch Kunden, das sehen Lieferanten, das sehen Behörden und. Und schon habe ich eine Art Vertrauensvorschuss. Aber Sie können sich vorstellen, das Zertifikat, das kann jetzt nicht irgendwie ewig leben. Sie können also nicht einmal sich auditieren lassen und dann gilt das für alle Zeiten. Ein Zertifikat muss immer auch ein Ablaufdatum haben. Ne? Und bei der ISO 9000 und bei anderen Managementsystemnormen ist das so, das hat immer ein Ablaufdatum von 3 Jahren. Dann müssen Sie rezertifiziert werden. Ja? Jetzt gehen wir mal auf den Weg zur Zertifizierung kurz ein. Also nehmen wir an, Sie haben ein QM-System implementiert dann auch. Ne? Der QMB hat sich so richtig engagiert, hat da ein richtiges Projekt draus gemacht und Sie freuen sich jetzt alle irgendwie, da auch, sag mal, die Früchte ernten zu können auch und wissen, es gibt einen Stichtag, vielleicht 1. August und da werden wir jetzt von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert. Ja, das heißt, da kommt ein externer Auditor vom TÜV, von der DEKRA, von der DQS, dann auch von Lloyd's Register oder. Und diese Zertifizierungsstelle, die hat praktisch die Befähigung, auch die Erlaubnis, ihr Unternehmen praktisch zum Beispiel nach ISO 9001 zertifizieren zu lassen. Ja. Und das ist auch beschrieben, wie das alles so abzulaufen hat in einer weiteren Norm, die nennt sich ISO 17021. Da ist auch dieser Weg zur Zertifizierung beschrieben, dass also nicht jede Zertifizierungsgesellschaft macht, was es gerne möchte auch, sondern die müssen sich auch einem Ablaufprogramm praktisch unterwerfen. Ja. Gut, ja, wie läuft das ab? Also in der Regel gehen Sie irgendwann auf die Zertgesellschaft zu und sagen, wir möchten am 1.8. zertifiziert werden. Da soll das große, spannende Audit sein. Ja. Und dann muss ja etwas im Vorlauf auch schon passieren. Ja. Den Termin sollten Sie, denke ich mal, auch mindestens ein Jahr vorher anmelden. Dann ist natürlich wichtig, dass Sie auch Abstimmungen mit dem jeweiligen Auditor machen. Das heißt, die Zertifizierungsgesellschaft wird sehr schnell Ihnen erstmal einen Vertrag zuschicken, bestimmte Dinge auch mit Ihnen abstimmen. Die wollen erstmal wissen, wie groß ist Ihr Unternehmen, wie viele Prozesse haben Sie, damit die auch ein bisschen berechnen können, zum Beispiel, wie viele Manntage man da vor Ort eventuell verbringen muss. Reicht da ein Auditor 2 Tage aus oder brauche ich 3 Auditoren, vielleicht 6 Tage insgesamt? Das hängt natürlich von Unternehmensgröße und natürlich auch ab, ja. Und das hat natürlich auch Einfluss in irgendeiner Form auf die Kosten nachher, ja. Klar ist dann auch, dass dann irgendwann ein Vertrag unterschrieben wird, ne? Und ab da wird es dann ernst. Das heißt, da ist dann dieser Stichtag 1.8. dann auch für Sie von großer Bedeutung. Ja, und dann wird natürlich ein Auditprogramm erstellt von der externen Zertifizierungsgesellschaft durch den Auditor. Es wird ein Auditplan erstellt, ganz konkret. Also ich sag mal, 2 Wochen vor dem Audit liegt Ihnen als QMB zum Beispiel ein Auditplan vor, auch wo genau drin steht, welche Abteile und Prozesse dann zum Beispiel in diesen 2 Tagen externem Audit dann durchgegangen werden. Und dann kommt das Audit am 1.8. zustande. Es gibt auch schon mal die Möglichkeit, früher war das so ein bisschen Verpflichtung, da gab es eine Art Dokumentenprüfung im Vorfeld, wo man dem Auditor schon mal so die wichtigsten Dokumente wie Qualitätsmanagement-Handbuch oder Prozessbeschreibungen oder letztes Menschenreview-Protokoll zugeschickt hat. Das ist heute eher so ein bisschen optional. Es kann sein, dass Sie also sofort mit dem scharfen Audit praktisch an diesem 1.8. dann losgehen. Und dann kommt der externe Auditor allein oder mit einem Co-Auditor und macht überwiegend ein Systemaudit in Ihrem Umfeld auch. Das heißt, er geht sehr systematisch vor, macht eine Art Overall-Stichprobe, um einen umfassenden Einblick zu bekommen, ob die Anforderungen, zum Beispiel der ISO 9001, bei Ihnen ganz abgedeckt sind, nicht abgedeckt sind oder teilweise abgedeckt sind. Ja. Dann ist klar, dass Sie nachher erwarten können, dass es da auch eine Dokumentation gibt, einen Auditbericht. Ja. Und dieser Auditbericht dann auch enthält Konformitäten, Übereinstimmungen, hoffentlich sehr viele und vielleicht einige wenige Nichtkonformitäten, Abweichungen, wo der Auditor gesagt, ja, tut mir leid, da haben wir gegenüber bestimmten Forderungen bestimmte Abweichungen. Die wird er unterscheiden in Hauptabweichungen, Nebenabweichungen, vielleicht Verbesserungspotenziale. Und ich sage mal, wenn das nur 2, 3 kleine Dinge sind auch, dann bekommen Sie da direkt Ihr Zertifikat. Wenn es etwas größere Dinge sind, gibt er Ihnen nochmal Zeit und sagt, bitte, ihr habt 6 Wochen Zeit, das zu
korrigieren auch. Ich komme dann noch mal vielleicht einen halben Tag rein, um das zu überprüfen auch. Ja, wenn überhaupt keine Abweichungen sind, kriegen Sie sofort danach von dieser Zertgesellschaft ein Zertifikat ausgestellt für den Anwendungsbereich, der da ausgelegt ist. Kann manchmal sein, dass das nur für einen bestimmten Geschäftsbereich gilt oder für eine bestimmte Produktpalette, in der Regel aber für das gesamte Unternehmen. Und klar ist, dass dann trotzdem noch weitere Maßnahmen, die vielleicht vereinbart worden sind, ablaufen, wie bei dem internen Audit auch. Die werden abgearbeitet, auf Wirksamkeit überprüft. Und in jährlichen Überwachungsaudits hat dann die externe Gesellschaft die Möglichkeit, immer wieder zu schauen, ob das auf dem Niveau noch geblieben ist oder ob es vielleicht in einer Art Coaching-Funktion dieser Gesellschaft auch gelingt, sie auf Dauer auf ein höheres Niveau zu bringen auch. Selten muss das erste Zertifikatserlebnis ein 100% Erfolg sein. Der externe Zertifizierer wird sich auch schon mal mit kleineren Abweichungen am Anfang zufrieden geben, wird auf Dauer vielleicht die Latte ein wenig höher hängen, um sie auch ein bisschen nach oben zu qualifizieren. Ja. Also, halten wir nochmal fest, das Zertifikat ist für 3 Jahre lang gültig. Dann kommt eine Rezertifizierung auch, die nicht ganz so groß ist wie praktisch das Zertifizierungsaudit, ist ungefähr so 2/3 groß auch. Und die Überwachungsaudits sind wiederum kleiner als das Rezertaudit und die passieren in der Regel jährlich, manchmal auch halbjährlich, je nachdem, wie Sie das mit dem Zertifizierer auch darstellen wollen. Man kann übrigens auch während der Überwachungsaudits sein Zertifikat verlieren. Wenn also da so große Abweichungen, die also ein großes Risikopotenzial bilden, wenn die da vorliegen, kann man auch sein Zertifikat als Lieferant, als Organisation innerhalb dieser 3-Jahres-Legislaturperiode auch wieder verlieren. Ja, das ist sehr unangenehm und da gehen die Zertifizierer aber auch sehr ordnungsgemäß mit um auch. Das macht man nicht leichtfertig auch und da müssen wirklich schon große Abweichungen vorliegen. Wenn mal eine große vorliegt, kann auch sein, dass er Ihnen 4 Wochen Zeit gibt, das zu korrigieren. Wenn Sie es in der Zeit geschafft haben, dürfen Sie Ihr Zertifikat ganz normal behalten oder beim Rezertaudit prolongieren für wiederum 3 weitere Jahre. Ja? Also natürlich kriegt Ihr Zertifikat auch eine Nummer, das ist also auch dann registriert. Und bei der DAX, bei der Deutschen Akkreditierungsstelle, kann man dann auch praktisch nachlesen, welche Gesellschaften zum Beispiel hier in Deutschland alle nach ISO 9000 oder nach anderen Normen halt zertifiziert sind, wann das Ablaufdatum ist. Und natürlich ist klar, dass vor dem Rezert-Audit dann wieder weitere Absprachen ablaufen zwischen der Zertgesellschaft, dem Auditor und zum Beispiel ihrem Qualitätsmanagementbeauftragten oder halt der obersten Leitung. Also das ist so ein bisschen grob der Ablauf einer Zertifizierung.